Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 361 von Simotrans mit dem Pack 128 German. Und hier staut sich's oder was? Ne, WASD ist wieder falsch. Ne, drücken wir mal besser die Pfeiltasten, dann geht er raus. Ne, der fährt da raus, dann fährt er da rein, dann passt das schon. Gut, dann würde ich sagen, wir haben letztes Mal hier Güterzug gemacht, haben gesagt, das warten wir ab. Irgendwo muss der hier unterwegs sein. 541 Fahrgäste bei den letzten zwei Haltestellen. Müssen wir ein bisschen warten, bis sich das eingependelt hat. Und wenn sich das eingependelt hat, dann gucken wir da lieber nochmal rein. Also ich denke mal, wir machen jetzt erstmal was anderes. Hier sehen wir ja so eine schicke Mühle. Da würde ich, glaube ich, die Mühle erstmal anschließen und gucken, wie wir da weiterkommen. Das Ganze machen wir natürlich nach dem Intro. Bis gleich. So, dann schauen wir da doch mal, wo wir da was machen müssen. Ne? Also das ist die Mühle, die machen wir mal auf und schauen hier rein. Obstbauer, Getreidehöfe, reichlich noch ein Obstbauer und zwei Bäckereien. Das kann man auch hier irgendwie auf der Karte sehen, wo das alles abschließend ist. Ne? Genau, wir sehen, die Bäckerei befindet sich hier in Flotow und in Altenau oder Adenau, weiß ich nicht. Adenau, okay. Und Zulieferer haben wir hier von da oben drei und von hier reichlich. Und diese hier unten, so wie dieser hier, der ist überhaupt noch nicht angeschlossen. Dann würde ich sagen, fangen wir da mal mit an und schließen den dann an. Ne? Gucken wir uns das mal an. Gut, das zu. Die Mühle können wir zumachen. Erstmal jetzt Überblick kriegen. Okay, da ist der Hof. Ich glaube, wir fahren mit dem Auto nach hier, steigen dann da ein beim Bahnhof und gucken zu, dass wir das da hinkriegen dann, oder? Obwohl, ach, da ist auch noch eine Mühle. Wahrscheinlich will die auch das Gleiche haben. Dann macht es Sinn, da daran vorbeizufahren mit einer Straße und das alles einzusammeln, oder? Ja, der ist auch da angeschlossen. Gut, das bedeutet, wir werden hier die Straße dahin machen und dann vielleicht da direkt hinfahren oder nicht. Mann, das ist aber schwierig zu beurteilen. Hier haben wir auch noch einen Hof. Was macht der? Ah, der hat Milch und sowas. Aber da war doch bestimmt noch mehr von diesen. Lass mal gerade noch mal gucken. Erstmal den hier. Karte. Okay, hier unten der Getreidehof und der. Und dann ist das, was wir gerade offen hatten, der. Bäckereien gibt es überall. Bäckereien. Discounter gibt es da auch noch. Das heißt, schwierig, ne? Hier reinfahren mit dem Zug bis hierhin und von da aus verteilen wir mit Auto oder bis zu dem Hof hier. Machen wir das doch so. Das kann dann zu. Das heißt, hier muss ein Zug her. Ja. Der kommt hier dran vorbei. Macht das Sinn? Gute Frage, ne? Wie, der will nicht über die Straße da? Nö. Aber das ist ja auch wieder herrlich, oder? Mach da mal ein Signal so rum hin und da ein Signal so rum hin, sonst fahren die da noch falsch hin und her. Und hier, was ist hier jetzt für ein Problem? Falsche Straße oder was? Und das? Nö, will er nicht. 120, geht das? Geht auch nicht. Bedeutet das, dass wir erst, nee, erst die Straße entfernen müssen, dann das Gleis bauen und dann andersrum? Die Straße? Nee, das geht auch nicht. 50er Straße. Das geht. Kann man dann eine 100er upleveln. Ja, geht. Super, oder? Da ist wohl ein Bug im System, würde ich sagen. So, jetzt machen wir hier noch. Mit 160 weiter. Ja, machen wir so. Wo ist der Getreidehof?
Der ist da. Ah, das funktioniert ja wieder herrlich dann. Und ziehen wir den bis dahin, oder? So, dann Güterbahnhof. Ist das hier Güterbahnsteig klein? Machen wir den doch mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay, lauter Baracken da dran. Naja, dann ist das so. 15, aber ob wir die 15 brauchen, ist eine andere Frage, ne? Hier haben wir dann auch noch eine Mühle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Sind fast untereinander verbunden. So, und dann haben wir hier noch eine Mühle, ne? Was machen wir mit der? Auch direkt anschließen? Macht vielleicht Sinn, ne? Oder? Wo ist denn hier der nächste? Da. Ne, das will ich dann doch nicht. Dann machen wir es mal hier. Machen wir so, oder? Und so, und dann gibt es noch einen Bahnhof. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passt natürlich nicht ganz hin, ist klar. Dann müssen wir hier einen ableveln. Und dann kriegen wir auch die 15 ein, glaube ich, oder? So müssen wir das erst machen und dann das hier. So passt es. So, dann fehlen uns da vielleicht noch das ein oder andere Signal. Machen wir das lieber dahin, sonst passiert da noch was Falschlaufendes, oder? Obwohl, das ist da, da kann er nicht und dann, ja, nee. Ich glaube, das ist schon so gut. Sollte gehen. Am Tor aus Bahnhof haben wir schon fertig, sehr gut. Und jetzt müssen wir nur überlegen, hier unten müssen wir noch Autos fahren lassen dann. Von dem Hof nach da. Da. Dort. Es läuft ja gut hier. Warum kann er da... Warum kriegt er das nicht hin, so schicke Straßen nebenher zu machen, ne? So, dann dort das hin und das hin und da kannst du gleich noch eine zweite Straße ziehen, die so aussieht, das dahin. Dann können wir hier noch eine Straße gerade ziehen. Und dann machen wir das Straßendepot hin. Weil das muss da auch noch hin. Und dann müssen wir gucken, wo ist der andere Hof. Der muss ja hier irgendwo sein. Da ist er. Das bedeutet... Von da... Fahren wir da hin. Von da fahren wir dorthin. Von da fahren wir da hoch. So, dann da auch noch ein Halt. Der dahin kommt, dann ist der Hof abgedeckt, der ist abgedeckt und das ist abgedeckt. Das bedeutet jetzt, dass wir da Fahrzeuge draufsetzen müssen. So, hier LKW, Getreide, können wir mal hier gerade aussuchen. Flachs ist auch Getreide. 8 Tonnen, 13 Tonnen, wollen wir nicht drüber nachdenken mit dem Anhänger. Fahrplan ist ein neuer Fahrplan. Wegpunkt setzen. Warte mal, fangen wir hier hinten an. Der dahin, der 100% und danach dahin.
100% Mindestbeladung ist richtig. Die Linie heißt dann LKW Sonderhausen Getreide Und das andere, wie ist das jetzt? Über Viehhof. Sonderhausen, Getreide über Viehhof. Ist das hier auch Sonderhausen? Ne, das ist schon lauter, das ist cool. Gut, dann können wir das hier entern. Dann passt das. Das gibt keinen Fahrplan, sondern das gibt den hier. Und das können wir dann schließen und starten. Der fährt dann schon mal. So, zweiter LKW wäre der, der mit dem. Das gibt dann auch eine neue Linie. Das wäre dann von da 100% laden nach da. Die Linie heißt dann LKW Lauter Getreide über Viehhof. Warte mal, ist mit Doppel-H geschrieben. Ich hoffe, ich habe das eben auch richtig geschrieben. Ich werde es mal falsch geschrieben bei dem anderen. 100, das passt, passt, passt. Ich habe nicht Enter gedrückt, deswegen ist das jetzt nicht anders hier. Aha, hat ja wieder gut geklappt, oder? Gut, das heißt, wir müssen erst die Linie bearbeiten. Die 176. LKW. Lauter Getreide über Viehhof. Schuss. Passt. Schließen. Jetzt hat es das auch genommen und starten. So, jetzt muss ich nur das andere finden, weil da steht, ist bestimmt noch ein Fehler drin mit LKW. LKW laut Sonderhausen Getreide über Viehhof. Das wird mit Doppel-H geschrieben, denke ich mal. Gut. Gut. Der fährt, der fährt. So, die kommen da an und bringen das dahin. Jetzt brauchen wir noch einen Zug, der von da nach da fährt und dann weiterfährt, oder? Züge gibt es in Lauter. Und zwar hier. Jetzt müssen wir nur gerade mal gucken. Warte, man macht das nochmal zu. Ich habe es gerade wieder oben den Bahnhof schon gebaut. Ja, habe ich gebaut. Gut. Das heißt, wir können es tatsächlich machen. So, da brauchen wir eine Lok. Die scheinen mir alle zu klein. Warte, nach benötigt nicht, sondern nach Leistung oder was? Ach, das war nicht hier, das ist da. Okay, das heißt. Die haben die höchste Leistung? Ne, die haben gar keine Leistung. 2,8, 2650. Das ist tatsächlich hier dann die beste Lok. Aber die kostet 4,30. Die ist nicht viel mehr. Ja, ich glaube, die ist günstiger. Nehmen wir die. Oh, da ist noch einer im Bahnhof dran. Ne? Naja, haben wir gerade noch so die Kurve gekriegt. Und hier brauchen wir Getreide. Flachs zum Beispiel. 80, 100, 100, 120. So, das ist dann der richtige, aber nicht Zwei-Städte-Express, sondern Fahrplan. Ja, schade. Warte auf Mindestbeladung? Nee, will ich gar nicht. Gibt es da auch, dass ich neue machen kann? Das ist ja jetzt doof, ne? Ich möchte das nicht anfahren.
Ich möchte auch keine Linie ändern, ich möchte eine neue Linie machen. Ich will nicht Öl, ich will hier dann. Und da steht schon wieder jetzt Öl. Hey, das kann doch jetzt nicht sein. Warum stand denn da jetzt zwei Städte? Weil der andere da drauf war, ne? Wie kriege ich jetzt neue Linie hin? Oh, shit. Kannst du vergessen? Bedeutet, wir müssen das hier rüber wahrscheinlich machen. Zug, neue Linie. Hinzufügen, ja. Der fährt von hier nach da, nach dort und dann wieder zurück. Der kann aber ruhig hier anhalten, weil könnte ja sein, dass mal irgendwann auch andersrum was kommt. So, das Einzige, wo er 100% kriegen muss, ist hier beim Viehhof, ne? Genau. Und dann ist es noch eine neue Linie, die dann da heißt Güterzug. Sonderhausen. Hof. Und dann schreibe ich da zwei Mühlen hin, dann wissen wir das. Schuss. Schließen. Jetzt bekommt der hier. Ein Güterzug. Ne, tiefer muss es sein. Sonderhausen, Viehhof, zwei Mühlen. Und starten. Und fertig. Und dann läuft das erst, oder? Von wo kommt der? Der kommt von hier. Da fährt er auch. Verlässt Depot. Machen wir hier das Auge. Und dann fährt er. Und das machen wir erstmal zu. Machen wir mal, gucken wir mal. Ah, er fährt schon mal nach hier hinten. Sehr gut. Fährt aber tatsächlich nicht da voll rein, sondern hält vorher an. Hatten wir nicht den so lang gemacht mit 15 Anhängern? Naja, 50 Tonnen Weizen sind schon da, 31 Tonnen auch beides. Ach so, für die eine Mühle, für die andere Mühle. Alles klar. So, das heißt, das kommt auch immer mehr. Boah, 1122 Tonnen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir mehr LKWs haben. Aber das kümmern wir, da kümmern wir uns schwieriges Deutsch. In der nächsten Folge kümmern wir uns um diese Geschichte, dass das schneller beladen wird. Ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.